Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Putenschnitzel mit leckerer Cornflake-Panade vorstellen. Tolle Idee, funktioniert auch mit Schweinefleisch und natürlich auch klassisch mit Kalb à la Wiener Schnitzel. Schaut's euch an, ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe alles schon bereitgelegt, was wir brauchen. Natürlich brauchen wir für das Rezept Putenschnitzel. Außerdem brauchen wir Pfeffer und Salz. Damit werden wir gleich ein bisschen würzen. Für die super leckere Panade brauchen wir Cornflakes, ein bisschen Panko oder Paneme, wenn ihr keinen Panko habt, Mehl und hier zwei Eier, weil die Schnitzel auch so groß waren. Außerdem Bratöl und Butterschmalz. Und da werden wir die gleich schön kross anbraten. Und dann legen wir mal los. Zunächst nehme ich meine Putenschnitzel und lege die hier auf mein Brett. Ich möchte jetzt noch ein bisschen klopfen. Ja, die waren eigentlich schon sehr, sehr gleichmäßig dünn, aber trotzdem klopfe ich die jetzt noch mal so ein bisschen, damit sie wirklich alle an allen Stellen die gleiche Stärke haben und auch überall gleich schnell durch sind beim Braten. Wenn ihr keinen Hammer habt, so wie ich hier mit der flachen Seite, nehmt ein Nudelholz oder eine Flasche, das geht auch. Vorsichtig noch nicht kaputt machen. Ansonsten klopft ihr eure Schnitzel so, dass sie alle homogen die gleiche Höhe haben. Danach pfeffer ich die Putenschnitzel und salze sie von beiden Seiten. Also einmal umdrehen danach und das war's auch schon. Mehr machen wir erstmal nicht. Als nächstes nehme ich jetzt meine Cornflakes und die gebe ich hier in so eine Gefriertüte. Mehr muss man da eigentlich gar nicht machen. Und dann zerdrücke ich die einfach mit der Hand, bis die so ein bisschen bröselig sind. Nicht so ganz klein wie Paniermehl, aber eben deutlich kleiner jetzt als die Flakes, damit die hinterher auch schön am Fleisch haften. Jetzt habe ich mir so eine kleine Panierstraße aufgebaut mit drei Boxen. Und dann mische ich als erstes mal an der letzten Station hier meine Cornflakes mit Panko. Und wenn ich hier gemischt habe, dann gehe ich vorne zur ersten Station, gebe da mein Mehl in die erste Box. Dann haben wir schon fast alles bestückt. Jetzt kommt noch in der Mitte kommen die Eier. Hier meine zwei Eier. Und die verquirle ich nur leicht. Mehr müssen wir mit den Eiern nicht machen. Ein bisschen mit der Gabel hier aufquirlen, verteilen. Das reicht auch schon. Ja, können wir anfangen zu panieren. Und jetzt wie immer beim Panieren aufpassen, dass das Fleisch wirklich alle drei Zutaten von allen Seiten auch bekommt. Also komplett bedeckt ist, dass da keine freien Stellen bleiben. Zunächst mit dem Mehl. Und vom Mehl geht es dann rüber in die Eier. Und ihr seht, das geht deutlich besser als mit dem Teller. So kenne ich das von früher. Da saut man immer die Küche so ein. Also mit so einer Box ist das eigentlich ganz praktisch. Ruhig ein paar Mal wenden noch. Und wenn ihr hier euer Putenschnitzel komplett mit Ei bedeckt habt, dann geht es ab in die Cornflake-Panade. Jetzt drücke ich immer so ein bisschen an, damit ihr auch wirklich hält auf dem Putenschnitzel. Ne, ruhig ein-, zweimal wenden, das macht gar nichts. Und immer wieder mal ein bisschen drücken, dass ihr auf jeden Fall überall Panade habt. Ja, und so soll das dann aussehen. Schön paniert. Und das machen wir jetzt natürlich mit den anderen drei auch. Ja, ne, auch hier wieder immer schön drehen, drücken, damit ihr möglichst keine Stellen frei habt. Sonst könnt ihr hinterher noch mal ein bisschen Paniermehl drüber geben. Und ich drücke jetzt noch mal mit der Hand an, damit die Panade wirklich fest dran bleibt. Das ist immer ganz gut, finde ich. Und das war es auch schon. Und jetzt können wir an die Platte gehen. Die heize ich jetzt vor, nicht volle Pulle. So drei Viertel, 90%, 80%. Und dann gebe ich jetzt hier mein Bratöl und mein Butterschmalz dazu und erhitze das Ganze. Und warte, bis es heiß genug ist. Ihr könnt einen Stäbchentest machen, damit ihr seht, es ist heiß genug. Und dann gebe ich hier meine ersten zwei Putenschnitzel in die Pfanne. Die waren jetzt so groß, dass ich zwei Durchgänge mache. Und die brauchen nicht viel länger als 5 Minuten von jeder Seite. Das ist möglicherweise schon zu lang. Müsst ihr mal gucken, ein bisschen testen beim Drücken, ob die dann durch sind. Und beim Anbraten von panierten Sachen ist immer wichtig, geizt nicht mit dem Öl. Das muss ein bisschen schwimmen, das Fleisch, sonst funktioniert das nicht. Also lieber etwas mehr als zu wenig. So soll das aussehen. Und dann könnt ihr mal gucken, nach ein paar Minuten, 5 Minuten, dann ist das schon unten richtig gebräunt. Das reicht auch schon. Einmal nur umdrehen, also ungefähr 5 Minuten, tippe ich mal was bei mir hier. Und das machen wir mit dem anderen auch. Und jetzt nochmal eben auch von der anderen Seite um die 5 Minuten.
keinen Fall länger. Das reicht für diese ganz dünnen Fleischstücke. Und jetzt könnt ihr auch da wieder testen, könnt mal gucken. Nach 5 Minuten seht ihr auch schon, ist die Panade auch richtig kross. Also es sieht schon sehr lecker aus. Viel länger, denke ich, sollten sie jetzt auch nicht mehr in der Pfanne bleiben, sonst werden sie trocken. Und ihr hört jetzt hier auch, die sind kross. Die sind wirklich kross. Und jetzt nehme ich die raus, meine ersten beiden, und gebe die hier auf ein bisschen Küchenkrepp und lasse die entfetten. Ihr könnt auch nochmal dann oben eine Lage drüber legen, damit das Fett ein bisschen rausgeht. So, dann machen wir die zweiten genauso. Und dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Riecht ganz lecker, sieht wunderbar aus. Die Panade ist dran geblieben, ist immer noch kross, wie ihr gehört habt. Und wenn ich jetzt mal anschneide, dann seht ihr hier, das Fleisch ist durch, aber wirklich zart. Ihr seht es auch am Messer, immer noch feucht, also nicht trocken. Und wenn ich jetzt mal probiere, sorry, da muss ich ein bisschen ins Mikro schmatzen, tut mir leid. Super lecker, wirklich. Tolle, krosse Panade, geht eben auch mit Schwein oder mit Kalb. Ich denke, meine Potenschnitzel mit Cornflake-Panade haben geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.